So, es wird wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Mein Gast heute ist, wir haben es ja schon schwer angekündigt, bei LinkedIn, Felix Meusel. Hallo Felix. Hi, und ein gesundes neues Jahr. Danke, dir auch. Eine der ersten Folgen, die wir diesem Jahr machen, und ich habe mir überlegt, wir können natürlich wieder hardcore in die ganze Tech-Nummer einsteigen, aber heute nicht. Heute soll es mal nicht darum gehen, sondern ich wollte mal mit dir über deine Erfahrungen sprechen und so auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie gestaltet sich die Implementierung von künstlicher Intelligenz in Unternehmen? Also was haben wir beide vielleicht auch erlebt? Was sind Dinge, die Unternehmen vielleicht gut vermeiden können? Was läuft vielleicht gerade schon echt gut? Ja, was für Anfragen kommen so rein? Also wie erlebst du das vor allen Dingen als CEO von der Artex Solution? Vielleicht kannst du da auch noch mal drei Sätze kurz verlieren. Für alle, die dich nicht kennen und hier zuhören, was erleben wir so hinter den Kulissen? Das ist eigentlich heute unser Thema. Magst du mal loslegen? Vielleicht mal so ein paar einführende Sätze. Was macht die Artex Solution eigentlich den ganzen Tag? Ja, gerne. Also genau, für alle, die mich noch nicht kennen, also die noch nicht hier regelmäßige Podcast-Hörer sind, nochmal kurz zu mir. Hi, Felix Meusel, CEO und Gründer von Artex Solutions. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, KI, gerade die berühmt-berüchtigten Large-Language-Modelle, in jeder Firma in Deutschland zu bringen. Dabei DSGVO-konform zu sein. Und alle diese neuen Funktionen der sogenannten Foundation Models für alle Firmen einfach und gut erreichbar zu machen. Womit wir ja jetzt schon häufig sehen, dass wir damit wahre Superkräfte freischalten können. Gerade bei kleineren Firmen, die für vieles nicht so die Kapazitäten haben normalerweise, können Large Language Modelle oder auch andere, sowas wie, es gibt ja auch Bildgenerierungs-KI oder so, können sehr, sehr starke Effekte erzielen. Und genau das machen wir. Wir implementieren künstliche Intelligenz in Unternehmen mit unserem Modell Athena GPT, das gleichzeitig eben in der Lage ist, sehr individualisiert dazustehen, also für ein Unternehmen ganz perfekt zugeschnitten auf dieses Unternehmen oder in einer Standardversion, in der es, würde ich sagen, in großen Teilen an ChatGPT erinnert und da auch nochmal einige andere Besonderheiten hat. Und natürlich immer das Allerwichtigste, weil man kann es nicht glauben, deswegen spiele ich ja immer auch auf dieser Klaviatur die DSGVO-Konformität. Die ist einfach sehr wichtig und gerade bei generativer künstlicher Intelligenz, um das noch in einem Satz vielleicht zu sagen, ist es insofern besonders wichtig, da wir mit diesen Bots oder diesen Chats ja ganz besonders interagieren. Und das bedeutet vermutlich noch mehr Informationen als zu anderen Programmen herausgeben. Und das ist natürlich ganz fatal. Zum einen, wenn es nicht datenschutzkonform ist, weil man dann schnell dafür abgemahnt werden kann. Zum anderen auch, weil sehr schnell Geschäftsgeheimnisse verloren gehen können, beziehungsweise an unliebsame Dritte weitergegeben können, die sicherlich nicht dafür vorgesehen waren, diese Geschäftsgeheimnisse zu sehen. Ja, das kurz. Da steigen wir gleich ein. Absolut, absolut richtig. Also viele Punkte, vor allen Dingen auch eine hohe Deckungsgleichheit mit uns hier am Standort, auch heute aus unserem Podcast-Studio in Rödental bei Coburg übrigens, aus dem Büro der Artex Solution, das ich kurzfristig gekapert habe. Was ich ganz wichtig finde und das eint unser Streben nach: Wir machen KI für alle. Wir als Gründerzentrum sind natürlich sehr daran interessiert, dass vor allen Dingen unsere Startups, aber eben auch die regionalen Unternehmen davon profitieren können. Und es können nicht alle. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Wir haben heute eine besondere Podcast-Folge. Das würde ich gerne noch erwähnen wollen. Denn wir haben heute einen Live-Podcast. Das heißt, wir haben ein Publikum. Und ihr habt die Möglichkeit über den Chat, wenn ihr den Link gefunden habt, den wir bei LinkedIn auf unseren diversen Plattformen veröffentlicht haben, dann könnt ihr den Chat nutzen und uns eure Fragen stellen. Am besten so gegen Ende, dann müssen wir nicht so viel suchen oder einfach reinschreiben. Suchen wir. Genau. Was ich gerade gesagt habe, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen auseinandernehmen, weil da ergeben sich vielleicht schon die ersten Stories, die wir erzählen können, so hinter den Kulissen.
Wir haben ja auf der einen Seite, nehmen wir mal ChatGPT, was jeder kennt, ja, dann gibt es noch ein Leonardo, mit dem ich da irgendwelche Bilder erstellen kann, ein Dolly und so weiter. Also ganz viele KI-Tools, einen richtigen Werkzeugkoffer. Ich glaube, jede Woche kommen da einfach nochmal so eine Handvoll oder mehr Händevoll neue dazu. Was ist denn der Unterschied zwischen dem, was ich so an Werkzeugen heute nutzen kann und dem, was ich in einem Unternehmen vielleicht brauche aus deiner Sicht? Ja, das ist eigentlich sehr spannend, denn die allgemeinen Werkzeuge sind ja, werden viele gemerkt haben. Ich meine, ChatGPT ist jetzt seit einem Jahr am Markt und seitdem auch viele andere Tools, ein bisschen früher sogar schon Midjourney. Man kann im Allgemeinen immer relativ viel schon damit machen. Also das werden ja auch die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen kennen, dass man sagt, hey, hier habe ich eine Vorlage, schreib daraus bitte einen akkuraten Brief für, oder eine akkurate E-Mail für einen Geschäftspartner oder so. Obwohl hier jetzt auch schon die Frage wäre, wie viel Informationen man da jetzt reingibt. Aber das kann es ziemlich gut. Und mit allgemeinen Informationen umgehen können diese Dinger sehr, sehr spezifisch schon und sehr, sehr professionell, würde ich sagen. Aber das Problem ist, dass sie natürlich recht allgemein sind. Das heißt, wir haben hier wenig die Chance, mit individuellen Daten zu trainieren, beziehungsweise sie irgendwie im Unternehmenskontext mit einzusetzen. Das heißt, während für den Privatnutzer, kann ich selber auch als Privatnutzer sagen, sehr praktisch sein kann, wenn man gerade keine Lust hat, ich weiß nicht, ich habe vor kurzem meinen Kündigungsbrief an eine Bank damit geschrieben und das war wunderbar, weil da geht es immer um so ein paar eben Referenzkonto und sonst was und klar kann man sich das auch alles ablesen, das ist jetzt nicht kein Weltwunder, aber natürlich ist es deutlich angenehmer, wenn das ein Bot für dich in 10 Sekunden schreibt, anstatt dass man sich selber 10, 15 Minuten damit beschäftigt. Die Schwierigkeit ist, dass für Unternehmen die Daten quasi schwer verwendbar sind. Eben zum einen wieder, die, ich weiß, ich sage es sehr oft, aber es ist sehr wichtig, die viel beschriebene DSGVO-Konformität einzuhalten. Und zum anderen, dass die spezifizierten Daten, die in jedem Unternehmen liegen, so normalerweise nicht eben eingesehen werden können. Logischerweise. Die Modelle haben ja weder Zugriff von selber aufs Internet oder auf irgendwelche Dokumente. Und hier ist auch der entscheidende Unterschied, was wir immer wieder merken zwischen eben den normalen Modellen und den sogenannten RAGs. Das bedeutet Retrieved Augmented Generation AI. Und diese RAGs, wie die jetzt der neue Hype-Begriff sind quasi, sind das Beste. Also sind, nein, Entschuldigung, nochmal angefangen. Diese RAGs sind die Kombination aus KI-Modellen wie GPT und auf der anderen Seite interner Datenressourcen wie zum Beispiel einer Datenbank, PDF-Dateien, was weiß ich, alles Mögliche. Und in dieser Kombination sind die natürlich deutlich besser, denn zum einen halluzinieren die Modelle weniger, weil sie dazu gezwungen werden, die Daten zu verwenden, die im Unternehmen schon vorhanden sind. Und zum anderen ist es so, dass die internen Daten direkt mitverwendet werden. Also das bedeutet, dass wir eben den Kontext direkt reinsetzen und das Ganze so zu neuen Dingen bringen können. Also das ist auch in unserem Produkt ganz maßgeblich. Es sind letztlich auch nur sogenannte RAGs, weil da immer die größte Stärke herauskommt. Kommen kann. Also weil ohne diese, also eben, weil es nicht mehr so allgemein ist, also um sich dann nicht zu lange um den heißen Brei herumzureden, es ist nicht mehr allgemein, es ist sehr spezifisch, kann aber gleichzeitig eben immer noch die tollen Sachen, die GPT an sich schon kann. Sprache verstehen, Sprache abändern, in andere Sprachen übersetzen, alles, was mit Sprache so möglich ist. Und da haben wir über Jahrtausende einige Tools erfunden. Ja, also ich glaube, das sind wichtige Punkte, um die nochmal festzuhalten. Also Datenschutzkonformität unbedingt, ganz wichtig, gerade im unternehmerischen Kontext. Und das auch schon für, sagen wir mal, kleine mittelständische Unternehmen. Darum geht es ja. Ja, die Konzerne, die haben ja sowieso entsprechende Richtlinien. Aber gerade für mittelständische Unternehmen ist das vielleicht auch nochmal ein ganz besonderer Fokus oder ein Reminder an dieser Stelle, den natürlich solche Modelle wie ChatGPT und so weiter nicht mitbringen können einfach, weil es einfach auch amerikanische Firmen sind.
Und das zweite ist die Individualisierbarkeit, also die Anpassbarkeit eines KI-Modells an meine Unternehmensstruktur, meine Unternehmensprozesse. Ja? Eine ganz wichtige Geschichte bis hin zu, du darfst nur meine Daten verarbeiten, ja, um eben keine Halluzination zu haben, also nicht irgendwas zu erfinden, was vielleicht gar nicht da war. Mann, meine Frage an dich. Wir haben ja gesagt, heute Nähkästchen und so weiter. Verstehen das die Kunden, mit denen du redest? Also wie sieht denn da so der Wissensstand aus? Der ist erstaunlicherweise sehr unterschiedlich. Ich war gerade letzte Woche, hatten wir auch die Eröffnung unseres neujährlichen, ich weiß nicht, das erste Plenum oder wie auch immer man das genau sagen will. Und da ging es tatsächlich damit los, dass ich auch wieder über die gesamten Large Language Modelle und wie es so funktioniert, einschließlich unserer eigenen Produkte referiert habe. Und das Interessante ist immer zu sehen, wie sich sehr viel unterschiedliche Unternehmen unterschiedlich damit befassen. Also es gibt Unternehmen, die sind tatsächlich schon sehr weit, die haben auch schon sehr viel Know-how in die Richtung gesammelt, die haben selber ausprobiert. Ich bin gerade erstaunt bei kleinen Unternehmern, aber für die macht das natürlich auch Sinn. Die haben deutlich krassere Skalierungseffekte. Die wissen teilweise schon, wie man eigene Agenten baut, was ja inzwischen mit ChatGPT selber auch möglich ist. Und können das dann verwenden in der Kombination mit anderen KI-Tools und so weiter. Und dann gibt es natürlich andere, die muss man da abholen, dass es jetzt dieses ChatGPT, dieses ominöse ChatGPT gibt und man das jetzt halt irgendwie verwenden kann. Aber sie wissen auch nicht so genau, wie und was das jetzt alles für den Arbeitsplatz bedeutet. Wir haben in der Entwicklung auch interessanterweise sehr unterschiedliche Ansätze. Wir haben Unternehmen, die tatsächlich schon sehr weitgehend damit rechnen beziehungsweise das einbauen wollen. Das ist zum Beispiel also ein Unternehmen, das so im Personaleinsatz und so im Personalwesen das Ganze bearbeitet, die das dann wirklich direkt als Erweiterung in ihrem eigenen Software-Kontext haben wollen, also die eigene Software damit verbessern und was dann bedeutet eben gewisse Auswertungen automatisch fahren, Datenbankabfragen, darin sind die Dinger ja auch ziemlich gut, die können ja selbstständig auch andere Sprachen sehr gut, all sowas irgendwie zu machen. Und auf der anderen Seite eben haben wir dann Unternehmen, die es recht rudimentär einsetzen. Das bedeutet, die eigentlich sagen, ja, es reicht mir schon, wenn wir das Prompting, also die Eingaben ein bisschen verändern, so dass unsere eigenen Mitarbeitenden in der Lage sind, es für uns zu verwenden und das von vornherein relativ richtigen Content rausspuckt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt natürlich in der Bank arbeite, dann ist es nicht so gut, wenn der normale Sprachstil von GPT, den es halt hat, dort Anklang findet, also beziehungsweise, dass der überhaupt verwendet wird. Stattdessen ist es deutlich besser, die Textgenerierung so zu verändern, dass es für eine Bank konform geht, also dass der Stil seriös ist und gleichzeitig auch gewisse Worte viel verwendet werden und andere gar nicht. Und das ist, muss ich sagen, tatsächlich, glaube ich, bei vielen sogar der noch größere Ansatz im Moment, weil auch der natürlich schon sehr viel automatisieren kann, sehr viel Zeit sparen kann. Aber richtig spannend wird es eben jetzt in diesem nächsten Schritt, den ja auch wir verfolgen, dass man einfach sagt, wir verknüpfen jetzt ganz einfach zum Beispiel Google Drive damit oder OneDrive oder SharePoint oder Microsoft Teams oder vielleicht auch eigengehostete Cloud-Daten. Das ist im nächsten Schritt relativ einfach möglich und da wird es dann eben erst richtig spannend. Das ist ein Ansatz, den fahren wir auch schon mit ein, zwei Unternehmen. Der ist allerdings natürlich noch sehr stark in der Erprobung. Das ist übrigens auch eine Geschichte, die ich in den Unternehmen immer wieder sehe, mit denen ich mich unterhalte, dass die Use Cases einfach teilweise viel zu kompliziert sind. Also man möchte einfach am Anfang zu viel mit KI machen, aber ist eigentlich gar nicht in der Lage, selber zum Beispiel so ein Projektbriefing zu erstellen, also das zu formulieren, was man wirklich als Bedarf für das eigene Unternehmen sieht. Also
Und das ist ja das Interessante, was ja auch in der Softwareentwicklung immer wieder ein Thema ist. Man verliert sich dann sehr schnell in Funktionalitäten und sagt, ey, eigentlich könnte man noch das dazu machen und das und das und das. Und das bei Unternehmen beobachte ich das ähnlich, ja. Also wenn einmal verstanden ist, was eine KI für mein Unternehmen tun kann, dann überlege ich mir natürlich, ja, stell dir mal vor, wir würden noch den Prozess damit reinbauen oder die Abteilung könnte da noch von profitieren. Und dann hast du auf einmal 30 Leute im Raum sitzen, ja, die alle mitwirken wollen. Also das wäre jetzt auch nochmal ein Tipp an unsere Zuhörer an dieser Stelle und Zuhörerinnen zu sagen, sucht euch einen minimalen Use Case aus, ja, der aber einen relativ hohen Effekt ist, Effekt darstellt. Ja? Also dass man sagt, und das am besten auch mit einem KI-Unternehmen zusammen, weil bei mir ist immer die Frage, wann sollen wir den Partner mit dazu nehmen? Ja, sollen wir erstmal den Use Case selber finden und dann kommen wir auf das Unternehmen zu, die uns dann helfen, auf die Spezialisten, so wie ihr, ja, oder sollen wir die gleich von Anfang an mit involvieren? Und ich finde, dieses gleich von Anfang an macht total Sinn, weil du dann kapierst und sagst, was kann die Technologie heute und kommst auf ganz andere Ideen, als wenn du allein im Kämmerchen überlegst, welcher Prozess gerade Unterstützung braucht. Ja? Absolut. Also das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das stimmt. Ich wollte dir noch erzählen, Felix, wir hatten das noch gar nicht diskutiert. Ich habe gestern mich mit einem Notar getroffen. Okay. Und habe mal wissen wollen, inwieweit das Thema KI für einen Notar relevant ist. Und da ist es ja so, dass sie zum Beispiel die aktuellen Windows-Sachen und Microsoft-Sachen gar nicht nutzen dürfen. Ja, also die okay. sind ja reguliert von der Kammer. Ja. Mhm. Also nichts darf nach außen gehen. Alles ist im Unternehmen, in den vier Wänden, wo der Schreibtisch steht und die Bürolampe. Ja. Also es gibt keine Cloud-Anwendung und dergleichen. Ist nicht möglich. Es gibt wohl eine Software, die sie teuer bezahlen pro Monat, wo es möglich ist. Vielleicht das nochmal an dieser Stelle ein kleiner Hack. Und das können alle Notare, dass du sogar digital unterschreiben kannst. Also du musst gar nicht zum Notar gehen, um die Unterschrift zu leisten, so wie wir das alle denken. Das machen die Notare einfach, die bieten dir die Alternative halt einfach nicht an, weil das gelernt ist. Ja. Du gehst in der Region zu deinem regionalen Notar, um Stift und Zettel irgendwie zu bedienen. Also das geht auch digital, ein bisschen aufwendiger, kostet glaube ich 20 Euro extra, hat er mir gesagt. Okay. Ich habe jetzt ja alle Infos raus. Genau. Und so weit sind wir schon, aber... Es kostet ja, 20 Euro mehr, weil ja. er weniger Aufwand hat, weil es digital ist. Weil der Prozess aufwendiger ist. Also du kriegst dann wahrscheinlich 3 E-Mails, wo du dann ja klicken musst. Ja, und weil natürlich die Software-Lizenz bezahlt werden soll, ne? Ist ja klar. Ja, okay. Ja. Ja, aber es ist wohl sehr teuer und es nutzt keiner. Ich habe gefragt, wie viele Leute machen das? Es nutzt keiner. Warum? Weil das auch nicht kommuniziert ist. Ich wusste das auch nicht. Ich setze mich brav ins Auto, fahre dahin, ja, und schlage meine Zeit tot in einem Wartezimmer und so. Deswegen musste mir gestern die ganzen Infos liefern, damit sich das auch gelohnt hat, dass ich dahin fahre. Aber interessant, die dürfen natürlich auch keine personenbezogenen Daten verarbeiten. Und was ich auch interessant finde, ist, wie man Innovation verhindern kann, ist, dass die übergeordneten Kontrollgremien sagen, du kannst das schon einsetzen, aber auf deine Gefahr. Ja? Also wenn das ein Problem darstellt, dann hängst du halt oder dann musst du halt deinen Kopf hinhalten. Ja? Und dann sagt natürlich jeder Notar, nee, mache ich nicht. Also ich glaube, das ist so die letzte Berufsbranche, die dann irgendwann mal mit KI optimiert werden wird. Obwohl die massive Probleme haben, Mitarbeiter zu finden, ja, solche Vertragsentwürfe zu erstellen, die ja auch nur aus Textbausteinen bestehen, also wo man mit KI ja wunderbar arbeiten könnte, gewisse Vertragsstile vielleicht sogar innerhalb einer Kanzlei kombinieren könnte oder erstellen könnte, also da gibt es sicher, aber gut, kein Geschäftsmodell. Ja, aber ich finde interessant, bei dem Ansatz vor allem den Punkt, dass das ja an sich immer weiter möglich wird, das sogar lokal anzubinden. Also das ist das, worauf wir auch am meisten im Moment schauen. Es gibt ein ganz, ganz neues Modell und da muss ich dann eben doch nochmal in die Tech News ganz kurz rein. Und zwar das französische Unternehmen Mistral
ist ganz berühmt, weil sie die einzigen europäischen Konkurrenten sind, die tatsächlich, also und sie gnadenlos gut sind. Also die wirklich weltweit Anerkennung finden für ihr Modell, weil sie mit ganz wenig Mitteln, jetzt nicht finanziell, die sind finanziell gut ausgestattet, ich meine eher mit ganz wenig Texten in der Lage sind, ähnlich gute Ergebnisse wie ChatGPT herauszubringen. Und jetzt gibt es ein neues Modell von denen, das heißt Mixtral oder Mixtral 8X7B, 8X7B, irgendwie so. Und dieses Modell ist sogar so gut, dass es deutlich besser ist als ChatGPT, also besser als das normale und fast so gut wie GPT-4. Es braucht allerdings fast gar keine Rechenleistung. Also es ist nicht so ein riesiges Modell, sondern es hat, man muss sich oft vorstellen, ich glaube, ChatGPT, das 3.5, hat 180 Milliarden Parameter oder sowas, irgend sowas in der Richtung. Also es ist gigantisch groß. Und dieses vergleichbare Modell von Mistral hat 7 Milliarden Parameter, also das ist nichts im Vergleich. Und trotzdem haben sie es geschafft, es so gut zu machen, dass es eben läuft. Und worauf ich jetzt halt hinaus will mit meiner kurzen Technikschwärmerei, ist, solche Modelle werden es immer besser möglich machen, dass tatsächlich auch nicht mehr unbedingt die Abhängigkeit von der Cloud besteht oder eben von Microsoft Azure oder von irgendwelchen anderen APIs, irgendwelchen Sachen, wo man es rausschicken muss, um dann zufriedenstellende Ergebnisse zu bekommen. Das wird natürlich in Zukunft sehr spannend, selbst dann irgendwann für die lokalen Maschinen, also wie das aussehen wird auf den zukünftigen Rechnern oder Smartphones oder sonst was. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr praktisch für eben gerade kleinere Unternehmen, die sehr hohe Sicherheitsstandards haben, weil für die natürlich im Moment nichts in Frage kommt, selbst wenn Microsoft oder Google jetzt voraussichtlich recht sichere Anbindungen haben, die auch eigentlich alle DSGVO-Kriterien erfüllen, gibt es natürlich Restfragen. Und diese Restfragen können für die meisten Unternehmen geklärt werden, weil sie sagen, na ja, gut, Risiko gegen Aufwand, da überwiegt der Aufwand, den wir anderweitig hätten. Allerdings gibt es natürlich auch Unternehmen, die sagen, nee, das Risiko ist so hoch, wie vielleicht die gesagten Notare, die du gerade besprochen hast, oder die wir gerade besprochen haben, von denen du erzählt hast, so ist richtig, bei denen es einfach nicht in Frage kommt. Und dadurch, dass es einfach nicht in Frage kommt, sind natürlich so lokale Modelle dann deren vermutliche Rettung oder deren Held. Und finde ich auch sehr, sehr interessant, weil ich denke, dass, wie gesagt, was ich schon letztes Jahr angekündigt habe, ich sehe nach wie vor keinerlei Änderung an dem Trend, dass mit GPT-4 und vielleicht jetzt, klar, seit neuestem noch Google Gemini oder so, diese Riesenmodelle sowieso schon ein Auslaufcharakter sind. Einfach aus dem Grund heraus, weil die Modelle an sich sind super tolle KIs, aber wenn sie immer größer werden, werden sie nicht unbedingt immer besser. Stattdessen sehen wir ja jetzt schon in vielerlei Hinsicht, dass es ganz, ganz viel Sinn macht, die Modelle miteinander zu kombinieren, sie mit Daten zu füllen, die man selber halt braucht, und anderweitigen Sachen. Insofern, ich glaube, das wird richtig spannend. Also richtig spannend wird das, wenn es kleiner wird und dadurch lokaler. Was mich ja zur Frage treibt, wenn man dir zuhört, und diese Schwärmerei zeigt uns ja auch, wo die Sachen so hingehen, wo sie sich hinentwickeln, was vielleicht auch für Neuentwicklungen gerade anstehen und so weiter. Wie sieht denn das mit einer Investitionssicherheit für Unternehmen auf? Weil das ist auch mal eine Frage, die natürlich kommt. Die Unternehmen wissen nicht, was kosten jetzt so KI-Projekte meinem Unternehmen. Ja, egal wie groß der Use Case ist, irgendwo steht ja dann ein Budget dahinter, was ich ja auch irgendwie freisetzen muss. Ja, wo ich, gerade wenn ich individuelle Anpassungen habe, nehmen wir ein Industrieunternehmen beispielsweise, die ihre Produktionsprozesse optimieren wollen oder dergleichen. Wie kann ich denn sicherstellen als Unternehmen, dass das, was ich heute investiere, nicht Waste of Money ist und wir dann in einem halben Jahr über eine ganz neue Errungenschaft sprechen. Ist natürlich, am Ende kann niemand die Zukunft vorhersagen, daher haben wir am Ende immer alle dieselben Schwierigkeiten. Das gilt natürlich für alles. Generell muss ich aber sagen,
was wir in den Entwicklungen der letzten anderthalb Jahre sehen. Beziehungsweise eigentlich GPT-3 gab es auch schon 2020, also theoretisch sind die Entwicklungen sogar noch älter. Aber wenn wir jetzt einfach nur mal von GPT-3.5 ausgehen, eben, dann reden wir so über die letzten anderthalb Jahre. Wie sah die Entwicklung aus? Natürlich kamen zuerst immer tollere Modelle, jetzt dann wird vermutlich GPT-5 rauskommen, aber die sind nicht mehr so groundbreaking. Die sind nicht mehr so, wow, das verändert jetzt nochmal alles, sondern wir haben ja jetzt schon vorhandene Systeme mit vorhandenen Modellen. Und die dann wiederum zu verwenden in Kombination eben mit unterschiedlichen Daten und so weiter, wird jetzt nicht dadurch wieder komplett über den Haufen geworfen, weil neue, bessere Modelle rauskommen. Es werden vermutlich immer Anpassungen und bessere Modelle sein. Das ist allerdings jetzt als Data Scientist gesprochen bei KI-Modellen immer schon so. Also es gibt zum Beispiel seit 2011, glaube ich, das berühmte Convolutional Network, also das bedeutet das, was Bilder erkennen kann, MIST, nein, MNIST. Und da geht es letztlich darum, dass, also auf der einen Seite, es gibt es von Zalando, das hat 10 Kategorien, das erkennt dann Schuhe und unterschiedliche Kleidung und so weiter. Und es gibt ein anderes, das erkennt Gänseblümchen. Und speziell das Gänseblümchen erkennt, wurde so übertrieben trainiert, so unglaublich gut trainiert, dass es inzwischen, und die Ergebnisse sind weit weg von dem, was es am Anfang konnte, irgendwie 99,998% aller Gänseblümchen erkennt. Also es ist besser im Gänseblümchen erkennen vermutlich, als jeder Mensch es jemals sein könnte. Jetzt ist aber die Frage, hat es am Ende in den letzten Jahren, außer dass Studenten sich einen Spaß draus gemacht haben und eben einen regelrechten Wettbewerb darin, wer kann am besten Gänseblümchen erkennen, hat das dann noch irgendeinen praktischen Sinn? Ich würde es persönlich als mit Nein beantworten. Und genauso ist es natürlich so, dass wenn Sprachmodell eine gewisse Präzision erreicht hat, ist es dann sinnvoll, eins zu nehmen, das nochmal 2% mehr macht. Und das ist dann, deswegen würde ich sagen, um auf die Frage zurückzukommen, also deswegen habe ich auch ein bisschen ausgeholt, um verständlich zu machen, dass in der KI-Welt läuft es immer so. Wir haben irgendeine neue Art von Modell und dann versuchen irgendwelche total bewundernswerten Studenten oder Professoren oder Lehrstühle, das Ganze so weit hochzutreiben. Im Moment sind es natürlich auch viele Unternehmen, die verlieren allerdings das Interesse ab eben einem Wirkungsgrad von, ich denke, 80 bis 90%. Und die letzten 10 machen dann immer noch Universitäten. Das heißt, es wird jetzt halt noch jahrelang weitergehen mit, boah, das Modell ist noch besser und noch geschickter. Aber ich denke, dass der Wirkungsgrad von diesen 80 bis 90%, der ist bereits erreicht. Und das bedeutet, wenn wir jetzt mit solchen KI-Modellen arbeiten, dann sind die auf der einen Seite schon mal relativ gut und auf der anderen Seite, das ist vielleicht auch noch extra erwähnt, auch immer austauschbar. Das ist nämlich das extrem Praktische daran, dass es nicht so ist, dass wir jetzt sagen, ja Mist, jetzt haben wir das alles darauf trainiert, sondern meistens ist ja der Trick, dass wir es nicht richtig trainieren, sondern wir nehmen etwas, was schon sehr klug ist an sich, Beispiel GPT 3.5, und dem geben wir jetzt halt eben diese neuen Daten. Aber ob das am Ende GPT 3.5 oder Llama 2 oder Mixtral oder wie diese Modelle alle heißen, ist im Endeffekt recht egal. Sondern es geht vor allem darum, dass die Datensätze, die vordefiniert wurden und als diese sogenannten Embeddings, das bedeutet als Daten, die obendrauf gesetzt werden, vorhanden sind, können wir das unterliegende Modell austauschen wie einen Reifenwechsel. Also das Aber das ist heißt nochmal ein auch, dass ganz die einfach. wichtiger Punkt, den du sagst, ja, dass man nämlich nicht die Abhängigkeit hat, nur von einer, also dass du sagst, hey, wir setzen jetzt gerade auf das, sorry, aber in den nächsten 10 Jahren machen wir keine anderen Projekte, sondern dass man, genau wie du sagst, im Grunde die Basis tauscht, ja, und vielleicht auch in einem Parallelprojekt einfach auch mal an anderes noch testet, ja, wie effizient das zum Beispiel Absolut. dann ist. Absolut. Wir selber sind gerade sehr dabei. Also ich versuche auch sehr zu forcieren, dass wir Mixtral selber als eigenes Modell mit drin haben, weil ich es als so revolutionär sehe und eben komplett Open Source und sonst ist es diese französische Firma, kann ich immer wieder nur sehr in den
Himmel loben, weil die wirklich was Tolles damit erreicht haben und auch natürlich mal wieder gezeigt haben, an sich ist es auch möglich in Europa. Also es geht durchaus. Aber ja, deswegen, also wie du sagst, ist irgendwas selber dazu zu entwickeln und dann auszutauschen, funktioniert immer. Und das ist auch das, was wir unseren Projektpartnern zurzeit sagen. Ja, natürlich, für die kommerzielle Nutzung setzen auch wir zurzeit vor allem auf GPT 3.5, weil es für Standard-Dinge relativ gut funktioniert. Für mehr kompliziertere Sachen wäre natürlich das Vierer besser, aber für die meisten Dinge reicht einfach auch 3.5 aus, weil es geht, wie gesagt, in erster Linie um dieses Sprachverständnis. Aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass wir, wenn wir uns jetzt nächstes Jahr treffen, dass wir immer noch über irgendwie GPT von mir aus dann 4 oder 5 oder so reden, sondern es kann auch sein, dass das was komplett anderes ist. Das ist aber egal für die Entwicklung, eben weil, wie gesagt, wir können es einfach rein, raus, das ist an sich kein Problem. Ja. Also vielleicht mal, um mal eine Analogie herzustellen, ich bin gerade mit Katharina, meiner Frau, und der Anna am Schlittschuhfahren aktiv. Ja. Ah. Und wenn ich mir so einen Schlittschuh anschaue, dann habe ich ja den Schuh und die Kufe unten. Ja. Und die Kufe ist quasi das, über das, was wir gerade reden, dass ich das austauschen kann. Also ich kann auf dem GPT 3.5 fahren oder auf einem anderen KI-Modell fahren, aber der Schuh an sich, die Anpassung, die Individualität, die ich da auch rein investiert habe als Unternehmen, die bleibt. Die bleibt ganz passgenau an meinem Fuß. Ja, genau. So kann man sich das ganz gut vorstellen. Genau, schöne Analogie, vor allem, weil sich natürlich das Ganze und ähnlich wie ein Modell, irgendwann hat es sich abgenutzt, irgendwann gibt es vielleicht auch neuere Modelle, was wir immer wieder in, ich glaube, etwas verrückter Form, aber zum Beispiel bei Skiern sehen, da gibt es ja auch immer neue Modelle, die dann noch besser aerodynamisch, ja, was weiß ich, was sind aerodynamisch, wahrscheinlich das falsche Wort hier, aber genau. Diese Kufen oder sonst was können Blades, ausgetauscht werden. Hast du Rollen drunter auf einmal, genau. Genau, dann sind wir im Sommer. Dann sind wir im Sommer, genau. Er muss ja da auch funktionieren, wir auch im Sommer KI benutzen. Jetzt genau. Vielleicht noch ein anderes Thema. Jetzt hatten wir das Investitionssicherheitsthema. Ich glaube, das ist nochmal wichtig für viele, dass sie auch ein gutes Gefühl haben, wenn sie gerade in solche Projekte investieren. Wie nimmst du wahr die Teamzusammenstellung? Weil das ist ja oftmals auch ein Riesenproblem. Wer arbeitet denn eigentlich in so einem Projekt mit? Jetzt frage ich mal ganz platt, wenn du eine Anfrage kriegst von einem Unternehmen, mit wem würdest du denn gern arbeiten? Wer müsste so Teil des Teams sein, die mit euch zusammen die KI-Implementierung machen? Wir haben da... Also ich würde sagen, in erster Linie zwei unterschiedliche Nutzergruppen oder nein, das ist falsch gesagt, zwei perfekte Mitentwickler quasi, würde ich mal so sagen, oder Co-Entwickler, das wären auf der einen Seite eben die Nutzer selber und auf der anderen Seite dann doch irgendwie jemand aus der IT, weil es macht schon Sinn, es ist nicht unbedingt nötig, also wir haben es jetzt auch in einigen Unternehmen so, dass wir das einfach gesagt haben, dass wir es mehr oder weniger an der IT-Abteilung vorbei entwickeln, weil das Programm unabhängig davon läuft, gerade auch unsere Standardversion. Und jetzt da die IT-Abteilung, habe ich jetzt schon öfters mitbekommen, kann im mittelständischen Unternehmen auch Probleme machen. Aber wir haben, wie gesagt... Welche Probleme? Naja, die IT-Abteilung sagt oft, und wie sollen wir das dann bei uns integrieren und wir sehen da Probleme. Ich muss sagen, ich habe selten bis jetzt mit den IT-Abteilungen geredet. Ich kriege das immer nur so gespiegelt von unseren Kunden und Kundinnen. Und ich würde aber sagen, es gibt eigentlich gar keine Probleme, weil wir können unser System überall einfach oben drauf setzen oder mitten rein oder so. Also das ist ähnlich einfach, wie wenn man auf einer Webseite irgendwie diese Chat-Bubbles reinwirft oder so. Das geht ja auch ohne größeren Aufwand. Und deswegen gibt es meistens eigentlich offensichtlich keine Probleme. Ich weiß aber, dass interessanterweise gerade erfahrenere, vielleicht auch schon etwas ältere ITler große Probleme mit dem Ganzen haben. Und deswegen sich da sehr querstellen und dann sagen, naja, es ist dann die Schwierigkeit und dann müssen wir irgendwelche API-Schnittstellen nach außen öffnen und wie soll das überhaupt in der Interkommunikation funktionieren und so weiter.
Wie gesagt, meistens ist es so, dass ich in der Realität sagen muss, wir haben unterschiedliche Instanzen, unter anderem eben diejenigen, dass wir einfache Tools sogar schon mitliefern, die direkte Konnektivität eben zum Beispiel zu den Clouds oder sonst was mitbringen. Und auch das andere ist eigentlich sehr einfach und individuell anpassbar, aber das führt schon immer wieder. Also ich finde es interessant. Also viele Menschen haben auch keine Lust, sich, zumindest erlebe ich so bei mittelständischen Unternehmen, die haben keine Lust, sich mit der eigenen IT-Abteilung auseinanderzusetzen, weil die sagen, dann kriege ich das nie, Das bis das stimmt. dann durch ist. Ja. Das erlebe ich zum Beispiel auch, dass das an der IT dann vorbeigemogelt wird. Ja, also dass die dann sagen, also gerade so Geschäftsführungsebene, okay, wie kann ich das machen, dass ich jetzt nicht diesen Prozess anschieben muss? Ja, also wo dann, was ich ja so mega finde, ist, wie, also ich will jetzt auch nicht so ein IT-Abteilungsbashing machen hier, ja, aber es ist schon sehr auffällig, finde ich. Und da muss die IT-Abteilung wirklich mal auf den Ruf aufpassen, ja. Wenn es denn eine IT-Abteilung ist. Oftmals ist es zum Beispiel eine EDV-Abteilung. Ja, das Ja, stimmt. also das sind dann noch prähistorische Überbleibseln, die bis heute wirken, ja, weil sich da auch keiner rantraut. Ja. Wenn der IT-Chef sagt, wir machen jetzt ein halbes Jahr für 20.000 Euro Penetrationstesten, dann können wir mal gucken, ob wir das Projekt an den Start kriegen, weil sie dann sagst du als Geschäftsführer, willst du mich verarschen? Wir machen gar nichts. Ich habe kein halbes Jahr, ich habe keine 20.000 für irgendwas. Ich will ja nur KI implementieren. Ja. Vielleicht ist das auch mal unbedingt ein Aufruf. Ich würde gerne mal mit einem IT-Chef hier quatschen im Podcast und zeigen, dass das auch anders geht, dass man offen sein kann für sowas und dass man vor allen Dingen sowas auch aus der IT-Abteilung vorantreiben muss, weil ich glaube, das Projekt KI in einem Unternehmen hat keinen Erfolg, wenn es keinen C-Level-Status oder C-Level-Prio hat. Ja. Absolut. Also ich denke auch, dass es schwierig ist, das einfach mal so nebenbei einzuführen oder so. Vor allem, wir haben jetzt ja gerade ganz aktuelle Studie, ich muss nochmal überlegen. Ah ja, es war sogar vom IWF, also niemand Geringeres als der Internationale Währungsfonds, die gesagt haben, in den westlichen Ländern für 30% der Menschen wird sich durch KI die Lebensbedingungen verbessern, deutlich verbessern, aber für 30% wird es vermutlich auch schlechter werden. Ich denke, dass diese 30% aus aktuellen Erfahrungen heraus gesammelt werden. Also gerade die mit dem schlechter, besser würde ich einfach nur unterschreiben, weil es ist einfach alles einfacher damit. Und ich denke aber, die Verschlechterung führt natürlich, da wird viel indirekt auf Arbeitsplatzabbau oder Änderungen, die halt schwierig für gewisse Mitarbeitende mitzutragen sind, werden da vermutlich mit angesprochen. Ich denke aber, dass diese 30% sich deutlich minimieren ließen, wenn man es schafft, einen sinnvollen Dialog herzustellen und neben diesem sinnvollen Dialog auch es schafft, alle an Bord zu holen. Das ist nie einfach und das ist eben gerade, wie du ja auch schon gesagt hast oder wie wir gemeinsam eruiert haben, bei IT-EDV-Abteilungen nicht so einfach, da die sehr eingefahrene Prozesse haben. Die benutzen vermutlich noch nicht mal SAP in der Cloud oder so. Das ist jetzt so das typische Beispiel bei vielen Mittelständlern, das ich erlebt habe. Da wird gerade darum gerungen, irgendwie in die Cloud mit SAP zu gehen oder mit Microsoft Dynamics. Aber ich Ja? wollte gerade sagen, also ist ja, also A, ist es keine Bedingung, SAP in der Cloud zu haben, zum einen, oder? Also, und auf der anderen Seite erinnere ich mich an, ich rufe mal schnell SAP an, weil ich brauche eine individuelle Anpassung in meinem Tool. Ja, da kriegst du vielleicht ein Dreivierteljahr oder ein Jahr später Support. Ja? Also ich glaube, Ja, das genau. weiß nicht, wie groß das Unternehmen noch wachsen muss, dass man so eine Art Echtzeit-Support sicherstellen kann, aber Wahrscheinlich sehr. Also das ist vielleicht nochmal wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass eine KI-Implementierung natürlich nicht SAP voraussetzt, ja, aber eine gewisse Nee, genau. Infrastruktur Nee, natürlich nee. schon. Ja, Ich wollte genau. eher eigentlich auch damit darauf, dass die tun sich eben an dieser Stelle schon schwer und das ist aber auch, wie du sagst, es ist ja auch ein schwerer Schritt. Also da gibt es sehr viele Dinge zu Ja. tun. Gerade was ich öfters mitbekommen habe, SAP-Integration, sehr anstrengendes, langes Geschäft. Aber wie gesagt, die sagen dann quasi, ach nee, nicht schon wieder sowas.
Also nicht schon wieder eine Veränderung, die bei uns alles umwälzt und ganz, ganz lange dauert. Und dabei denke ich, wird sehr oft das Potenzial total unterschätzt. Und das finde ich das Spannende, denn während normalerweise aus erfahrungsgemäß Benutzer, die einfach nur ChatGPT benutzen und keine Ahnung von IT haben, das Potenzial von diesen KIs total überschätzen, neigen IT-Abteilungen ein bisschen dazu, es zu unterschätzen. Die sagen, ah, das ist sehr viel Arbeit und der Output ist gering im Vergleich. Und ich würde es eigentlich genau umdrehen. Ich würde sagen, die Arbeit, es zu integrieren, ist relativ gering und der Output ist Wahnsinn. Also es ist der Wahnsinn, sobald wir eben mit vernetzten Daten arbeiten können und dann weitere Automatisierungen hinten dran schrauben. Das ist ja nochmal das, was obendrauf kommt. Ich glaube, ich meine, ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Ich mache mal eine Prognose, mal gucken, ob die in einem Jahr eingetreten ist, aber oder in zwei. Ich glaube, dass wir in mittelständischen Unternehmen, bei kleinen nicht so sehr, aber bei mittelständischen Unternehmen werden wir eine eigene KI-Inhouse-Abteilung haben. Also mal mindestens mit einer Person besetzt, ja, die sich um das Thema KI kümmert, Ja, um das denke ich auch. Datenqualität kümmert, um Analysen bestehender Prozesse, inwieweit die KI dort performt, aber in der Identifizierung neuer Prozesse im Unternehmen, die man mit KI vielleicht auch noch effektiver machen kann. Also ich glaube, dass es da mindestens einen Verantwortlichen gibt. Und ich glaube, dass es die neue Berufsbezeichnung Chief Artificial Intelligence Officer geben muss in den Unternehmen, also zumindest bei den Unternehmen geben muss, die wettbewerbsfähig bleiben wollen in der Zukunft. Also, dass es neben dem CDO und CTO und CIO einfach noch eine ganz wichtige Spezialisierung, die ja als ja, C-Level-Stabsstelle in die anderen Divisions im Unternehmen reichen wird. Also, das glaube ich. Absolut, Und denke ich damit auch. entstehen neue Berufsfelder. Ja, also Ja, herzlichen Glückwunsch das zum stimmt. Thema Da geht's wieder weiter. Personalabbau. Ja, absolut. Ja, das ist auch das Einzige, was ich gar nicht glaube. Und ich meine, bei unserem aktuellen Fachkräftemangelproblem schätze ich auch nicht, dass es so sehr ins Gewicht fallen würde, wenn die ein oder andere Stelle so verschwindet. Also in der Richtung bin ich sehr gespannt und ich stimme dir absolut zu. Ich denke auch, wenn das Ganze nicht auf C-Level betrachtet wird, nicht als Top-Priorität, dann wird die Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt sein. Ich habe auch ein interessantes Beispiel. Ich habe diese Woche ein Interview gegeben für eine Studierende, für ihre Abschlussarbeit und so weiter und habe ihr da ein bisschen geholfen bei einzelnen Fragen. Die hat auch erzählt, dass sie mit unterschiedlichen Consulting Companies in dem Fall, also mit BCG, McKinsey, aber auch mit Adesso in Deutschland, Accenture und so weiter geredet hat. Und dass sie enttäuscht war von den Deutschen, die vergleichsweise sehr wenig KI-Tools einsetzen. Also wo eben so eine Boston Consulting Group deutlich mehr schon einen direkten KI-Einsatz hat, weil die Amerikaner einfach sagen, wow, und los, jetzt geht's los. Und die Deutschen sich das sehr oft sehr genau anschauen, wogegen ja grundsätzlich mal nichts einzuwenden ist. Allerdings sieht man halt dann jetzt, und deswegen jetzt ist die Zeit zu handeln. Dadurch können eindeutige Wettbewerbsnachteile entstehen, weil natürlich die Consultants von McKinsey oder anderen amerikanischen Firmen dadurch natürlich viel leistungsfähiger sind. Und zwar nicht, weil sie selber leistungsfähiger sind, sondern weil ihnen einfach die Hälfte irgend so ein Chatbot macht. Und damit sind sie in der Lage, Dinge, die hier noch sehr akribisch selbstständig oder durch Praktikantinnen und Werkstudierende gemacht werden, die KI machen zu lassen. Und das ist am Ende immer schneller. Das heißt, hier muss es weitergehen und ansonsten werden gewisse Sparten einfach diesen Wettbewerbskampf, den es natürlich immer gibt, verlieren. Ich glaube, das ist genau innerhalb der Branche, der oder die werden gewinnen, die das verstehen, richtig einzusetzen. Absolut. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal so einen Aufruf machen, beziehungsweise eine Feststellung, weil ich finde es toll, dass es viele Unternehmen gibt, die da sehr mutig vorangehen. Ja, also ich erlebe Anfragen hier bei uns oder sogar erste Projekte, die gestartet werden, auch im Gründerzentrum mit den regionalen Unternehmen, die de facto einfach null Kompetenz in ihrem Unternehmen oder super wenig Kompetenz dahingehend in ihrem Unternehmen haben.
und sich dem Thema trotzdem öffnen. Ja, und da kann man ja wirklich nur aufrufen dazu, selbst mit ganz wenig Grundwissen zum Thema KI, ja, sich zu öffnen, insofern, dass man sagt, man holt sich mal einen Berater rein oder man nimmt After Work Campus teil, da bist du ja auch mit dabei, Felix, bei uns auf der Plattform, wo man wirklich ohne Grund oder Vorkenntnisse mitmachen kann, lernen kann, was ist KI, wie kann man das einbauen, wie kann man das ausdifferenzieren, wie kann man Projekte damit aufsetzen, inszenieren oder auch für die Mitarbeiter spannend machen. Ja? Also ich glaube, das fängt schon einfach auch im Mindset an, ja? Dass ich im Unternehmen einfach sage, hey Leute, hier geht es nicht darum, Arbeitsplätze abzubauen, sondern dafür zu sorgen, dass wir nächstes Jahr die Gehälter noch zahlen können, weil wir noch am Markt sind. Ja. So ganz drastisch muss man das ja sagen. Ne? Also gestern in den Nachrichten bin ich aus einem Wolken gefallen. Ich glaube, Deutschland ist das einzige EU-Land, was in der Rezession ist. Ja. Was ist los? Was geht? Ja, absolut. Ja, oder eine andere Statistik sagt, glaube 30% haben wir noch Optimisten. Alles andere ist eine eher pessimistische Stimmung, die wir gerade im Markt haben. Warum? Ja. Die Sonne scheint zwar nicht, aber wir haben Schnee. Der Frühling steht vor der Tür. Wir haben KI. Ja, wir können was bewegen. Wir können mal flinke Füße machen. Ja, wir können mal in Aktion treten. Gott. Ich denke, dass die Schwierigkeit, die im Moment besteht und das, was ich so viel sehe oder dann selber auch ein bisschen enttäuscht bin, ist, dass Deutschland zumindest in den letzten 10 Jahren noch immer sehr stark auf die Schwerindustrie setzt. Und ich denke einfach, dass dieses auf die Schwerindustrie setzen kann Teil des Weges sein. Das heißt ja nicht, dass man die komplette Schwerindustrie abbauen muss. Das überhaupt nicht. Aber die Schwierigkeit, noch mehr auf die Dienstleistungsgesellschaft beziehungsweise auf, sagen wir mal in Anführungszeichen, weichere Dinge zu gehen, wie eben Softwareentwicklung und andere Dinge, die vielleicht auch im digitalen Bereich mehr eine Rolle spielen, da tun wir uns irgendwie vergleichsweise sehr, sehr schwer. Und da, wie gesagt, auch vorhin schon erwähnt, das französische Unternehmen Mistral macht weltweit Schlagzeilen. Ich muss sagen, ja, Aleph Alpha hat jetzt, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen mehr oder ähnlich viel Geld wie Mistral bekommen. Aber ich habe von Aleph Alpha jetzt zum Beispiel auch wieder nicht so viel gehört. Vielleicht kommen die jetzt demnächst wieder. Ich meine, wir haben sehr kurze Wellen, in denen das immer alles passiert. Also kann sein, dass wir in 2 Wochen hier sitzen und schon wieder alles ganz anders ist. Wir sind konzentriert. Ich glaube, das ist wie beim Fußball. Weißt du, wenn du ein WM-Spiel siehst mit Deutschland und denkst dir, alter Schwede, wie soll das in den Vorrunden sein? Wie soll das am Ende sein? Dann, es ist Magie, ja. Es ist dann wie, als würden die andere Schuhe anziehen, die dann nochmal so ein Turbo-Ding haben, ja. Weil, ich gebe dir völlig recht. Dienstleistungsgeschäft, Softwareentwicklungsgeschäft, es kann ja nicht sein, dass wir 50 Jahre SAP feiern und dann kommt erstmal eine Weile gar nichts, ja. Also, Aleph Alpha ist ein Lichtblick. Ich würde mir da auch mehr inhaltlich wünschen in der Kommunikation, aber da passiert, glaube ich, eine ganze Menge schon. Und die Industrie, die Schwerindustrie, wir brauchen sie auch als Schlüsseltechnologie der Zukunft, aber wir brauchen sie auf Steroiden. Wir brauchen die KI dort in den Unternehmen. Wir brauchen bessere Prozesse. Ja, KI-Projekt, was ich in den letzten Jahren mal gemacht habe, war 7 Ingenieure versuchen, ein Produkt zu reproduzieren, was mit KI innerhalb von ein paar Stunden geht. Ja, das haben die ein halbes Jahr gemacht. Also allein diese Prozesskosten, die dahinter stecken, ja, daraus kannst du wieder ein Geschäftsmodell bauen und so weiter. Also ich glaube, und das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe, die wir jetzt hier auch mit dem Podcast, mit der Genius Alliance, mit CoVenture AI vom Gründerzentrum in Coburg, jetzt auch mit euch, die ihr hier vor Ort seid, schaffen können, ist, wir müssen die richtigen Leute an einen Tisch kriegen, die über ein richtig gutes Thema sprechen, über einen Use Case, der anderen wiederum Mut macht, sich ebenfalls diesem Thema zu widmen. Und ich glaube, wir müssen zeigen, dass es geht, wie es geht und dass das erfolgreich sein kann und dann werden andere nachziehen. Da hast du absolut recht. Das denke ich auch und ich sehe es ja auch schon. Wie gesagt, auch wir haben ja dann doch einige Kunden, die das so umsetzen wollen und sich von uns in dem Fall als die Experten dafür die Hilfe holen. Und ich denke auch, dass da vieles möglich ist. Es muss halt nur, es kann nicht ewig auf die lange Bank geschoben werden. Es wird in 5 Jahren interessiert es wieder keinen Menschen mehr. Da wird alles so standardisiert sein und dann haben gewisse Unternehmen auch schon die Marktführerschaft übernommen und dann wird es ein abgekühlterer Markt sein. Ja, absolut. Also an dieser Stelle werden wir den Sack zumachen. Ich denke, wir haben eine Menge Content und vor allen Dingen so ein bisschen den Blick hinter den
Kulissen aufmachen können, wie wir das so wahrnehmen, der Felix mit der Artex Solution von der Seite der Entwicklung, ja, und ich eher so von der Seite des der Projektentwicklung, also weniger der Technik, sondern mehr so des Implementierungsprozesses oder auch des Hubs, also des Herstellen zwischen Verbindungen, Unternehmen, die das einfach können, wie die ATEC, und Unternehmen, die das unbedingt brauchen. Ja. Wenn ihr Fragen habt, wir haben seit neuestem auch noch, weil wir ja nicht genug Kanäle anbieten, eine LinkedIn-Gruppe. Stellt uns eure Fragen dort. Wir nehmen das mit in den nächsten Podcast-Folgen auf und werden den Felix hier als unseren Stammgast immer wieder ausquetschen zu den Themen oder nimmt mit ihm auch Kontakt auf. Wir packen alles, was ihr dazu wissen müsst, in die Shownotes dieser Podcast-Folge. In diesem Sinne sage ich Felix vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Absolut, hat mich gefreut, wie immer, und bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao, ciao.